Total easy. Easy peasy. Was ist das hier eigentlich? Eine Uhr. Oh Gott. Okay. Ist das hier eigentlich schon die Abkürzung hier, oder? Okay, Shortcut haben wir noch keinen. Boah Gott, ey. Ich finde die Liebe zum Detail ja auch cool, dass ihr Werkzeugkiste. Okay, hier hinter war eine Goldmünze versteckt, finde ich gut. Habe ich nicht gesehen. The Die House, enter. Hello. Muchas gracias. Hold it right there, wait. You aren't leaving till you put the screws to them dep doors. All of them. You get me? Good. Now scram. Okay. Der lässt uns nicht durch, weil wir zuerst den Boss dann platt machen müssen. Ein Boss ist nämlich noch übrig. Wer bist du denn? Well, hey there, fellas. Come to watch my little show, have you? They say juggling is a bit like parrying. Juggling, jetzt halt, jonglieren. For at first, but soon you can string them together swimmingly. I'm hoping to get to four someday. Four in a row. Yeah, that would be something, wouldn't it? Der jongliert mit nur einem Ball. Ja, drum habe ich das nicht gecheckt, was der gerade macht, aber er will irgendwann will er vier Bälle benutzen. Naja, kann er ja. Fiery Frolic! Simple Regular. Grim Matchstick. Okay, ich trinke vorher noch mal einen Schluck, weil das wird jetzt, wie immer, das wird, legendär werden. Okay. Oh. Na klar! Ein Drache, der Laserspuck. Na, fantastisch. Ich liebe es. Was wird das jetzt? Ah ja. Na, ist klar. Ja. Was? 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 Also, worauf du achten musst, du musst auf den Ball achten, auf seinen Schwanz unten musst du achten. Und auf die Wolken auch noch. Na klar. Da kommt ihr bestimmt angeschossen. Was? 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 Okay. Hehe, Bälle. Lol, diese Animationen. Wow. Das ist schon sehr, sehr geil gemacht, das Spiel. Die haben sich ja echt sehr wirklich an dieses Ganze, an Cuphead haben die sich halt echt gehalten, weil da gab es ja mal eine Animationsserie dazu. Da haben die sich halt echt dran gehalten. Das finde ich, das macht diesen ganzen Charme von diesem Spiel aus, dass das einfach mega cool ist. Ich liebe dieses Spiel einfach. Kann ich jetzt hier dann auf seine Zunge drauf? Nee, offensichtlich nicht. Okay, ich muss einfach nur ausweichen, glaube ich. Okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, ich muss da... Ach ja, stimmt, ich kann ja da auch runterspringen von den Dingen. Habe ich ganz vergessen. Alla! Ja, man kann runterspringen. Man sollte das richtig machen. Und nicht gerade, wenn man da... So. Ja, sehr toll. Du hast doch die Ulti. Musst mal einsetzen. Kann ich nicht. Ich kann die Ulti erst einsetzen, wenn da unten links 5 Karten sind. Also dass da unten, wenn du angreifst, siehst du, da bauen sich langsam so Spielkarten auf. Und die Ulti kann ich erst einsetzen, wenn ich 5 Spielkarten habe. Und die kriegst du, wenn du Angriffe machst. Nein!
Da war ja keine Wolke. So. So, jetzt habe ich 4 Spielkarten. Eine Spielkarte habe ich noch und dann kann ich die Ulti einsetzen, aber... das hier, ja, das geht. Also. Muss ich bloß aufpassen, wer springt... Alter, musst du auf so viel achten? Nein! Oh, runtergefallen. Verdammt. Das ist nicht gut. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Nicht nur Animationen sind cool, sondern auch die Effekte. Nein! Es war doch schon wieder keine Wolke. Wow. So, jetzt kommt er wieder. Und du musst hier in der letzten Hälfte sein, sonst triffst du nicht. Und dann kommen aber die Gevatter hier. So. Ah ja. Wo bin ich? Was? Ich wusste nicht mehr, wo ich war. Ich war plötzlich irgendwo. Aber die Ulti ist irgendwie komisch. Die Ulti ist echt komisch. Du bist halt zwar irgendwie unsichtbar, aber kannst auch nicht mehr angreifen, glaube ich. Das habe ich jetzt nicht so ganz gecheckt, weil ich nicht mehr wusste, wo ich rumstolziere gerade. Autsch. Piu, piu, piu. So, ich probiere es nochmal mit der Ulti. Wie funktioniert denn das jetzt? Ach, ich bin jetzt, ich bin dann so gelb. Okay. Okay, jetzt habe ich das gecheckt. Ich werde dann so gelb. Das habe ich nicht gesehen. Auf diesem hellen Hintergrund ist das Gelb ein bisschen... geht ein bisschen unter. Ach, komm. Unfassbar. Nein. Ein schönes Spiel. Warum spielt man sowas freiwillig? Habe ich mich auch bei Dark Souls immer gefragt, warum man sowas freiwillig spielt. Piu, piu, piu. Okay, so, haben wir das. Nein! Boah, die... Das ist unfassbar. Ich würde ja echt gerne, das ist kein Witz, ich würde echt gerne mal sehen, wie der Cooper dieses Spiel spielt. Weil ich würde echt gerne wissen, wie sich er anstellt. Weil er meistens bei diesen Spielen, das ist genau seine Art von Spiel. Sowas ist genau Coopers Art von Spiel. Schwierig bis zum Umfallen. Und vor allem dieses mit der Koordination, dass du auf 10.000 Sachen am Bildschirm achten musst. Jetzt dachte ich immer, dass ich in sowas gut bin, aber der Cooper ist da viel besser als ich. Nein!
Nein! Nein, genau drauf gesprungen. Ja, wir haben gewonnen. Was? Was? Das Spiel trollt mich. One, two, three, you'd better flee. Oh Gott. Klar, da wachsen plötzlich mal zwei Köpfe. Warum auch nicht? Passiert mir auch ständig, dass mir neue Köpfe wachsen. Cooper sagt noch Ulti. Ja, aber... Na, klar. Wollte ich in dem Moment eigentlich nicht, weil ich dachte so, naja, ich dachte, es ist vorbei. Ich dachte echt, es ist vorbei. Ich hatte diese naiven Gedanken. Du bist bestimmt unverwundbar mit der Ulti. Ja, bin ich ja auch, aber die hält ja bloß ein paar Sekunden. Oh Gott. Boah. Vor allem, du musst dir auf die Wolken achten, du musst auf die Viecher achten, die rumfliegen. Du musst auf die Entfernung achten, dass du ihn triffst. Oh geil, wir haben noch zwei Leben, das finde ich gut. Ah ja, klar. Ach ja, wenn ich die Dinger treffe, dann... Ah ja, macht Sinn. Was? Das ist doch echt nicht wahr. Nein! Na! Ja! Kann man vergessen, mit einem Leben bringt das nicht wirklich was. Mit einem Leben können wir das komplett knicken, das Ganze. Ich müsste eigentlich... Ach komm, ich müsste eigentlich hier beim zweiten Dingens ohne einen Fehler durchkommen, damit ich dann hinten raus die Chance... Was war das denn jetzt? Na toll. Ich glaube, die Ulti hebe ich mir für den letzten Dingens auf. Ja. Jetzt müssten wir noch treffen. Man muss sich bei diesem Spiel echt konzentrieren. Was nicht so wirklich meine Stärke ist, wie man bekanntlich weiß. Na toll. Ich finde das Timing manchmal fies, wenn der mit seinem Schwanz angreift, plus die Bälle. Du musst dir irgendwie ausweichen. Der Nibbel hat das Gefühl am Anfang besser funktioniert, also der erste Part. So, dann kommt er mit seinem Feuerbällchen hier, jawohl.
Lasst bitte mal in Ruhe jetzt hier. Schleicht euch. Gott sei Dank. So, zwei Leben haben wir. Naja, müssen wir in die richtige Richtung schießen. Ah ja. Macht er das immer nur in die Mitte oder macht er das auch woanders? Nein! Das ist doch nicht wahr. Ja, oh, nerv mich nicht. Weg mit dir. Weg mit deinem blöden Schwanz und weg mit deinem blöden... mit deinem Laserringen oder was auch immer das sein soll. Ist mir vollkommen egal. Jetzt schleicht dich. So, da sind wir durchgekommen. Jetzt noch beim zweiten durchkommen, dann haben wir's. Wenn ich das mit drei Leben durchkomme, dann könnten wir es echt schaffen. Na! Ah! Ich habe auch eine Reaktion wie eine Schlaftablette. Das war schon mal in Dark Souls mein Problem. Was ich im Übrigen auch mal weiterspielen müsste. Ich habe den Gwyn bis heute nicht getötet. Ich habe ihn bis heute nicht geschafft zu töten. Jetzt hört doch nicht auf mich anzufallen, ihr blöden Mistviecher. Ist jetzt mal Schluss hier. Nein! Und runtergefallen. Das ist doch nicht dein Ernst. Das Coole ist, man sieht einen Fortschritt. Du kommst immer ein bisschen weiter. Ja, bis auf jetzt. Jetzt bin ich wieder am Anfang abgestürzt. Weil ich die Feuerkugel von dem kaputt gemacht habe. Unfassbar. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. So. Es ist unfassbar. Weg mit euch! Kutsch, schleicht euch! Schleicht euch! Schleicht euch, habe ich gesagt! Ist der zweimal tot? Yes! 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 Mit drei Leben! Ja. Allons-y! Nein, das gibt's nicht! Das gibt's doch nicht! Das ist doch nicht dein Scheiß Ernst! Oh. Weil auch immer mit dem Controller, weil das so eingestellt ist, dass wenn ich jedes Mal, wenn ich mit dem Controller nach links gehe, dann schnalzt der nämlich nach rechts noch ein bisschen und dann dreht er sich immer in die falsche Richtung um. Vielleicht doch mal mit dem Dingens hier arbeiten. Ja, toll. Ja. Aber ich nehme nicht mehr mit dem Trigger jetzt, sondern ich arbeite jetzt einfach mit dem Steuerkreuz. Dann schnallst das nämlich nicht zurück.
So. So. So, bei dem Ding geht es wieder nicht mehr hier. Ja, toll. Dann spiel lieber was Chilliges wie Factorio oder Path of Exile. Das waren mal drei Leben. Nein, höre nicht auf Jeremy. Das ist genau das richtige Spiel für dich. Du leidest doch eher einen zu niedrigen Impuls. Das glaube ich auch. Dann doch eher PUBG oder Overwatch. Nein, höre nicht auf Koppel. Die hat jeglichen Sinn für Videospiele verloren. Und ich müsste aufhören, den Chat zu lesen, während ich im Spiel bin. Ja, das bringt nichts. Toll. Jetzt habe ich den Chat gelesen und bin gleich mal hier runtergerutscht. Der Chat ist schuld. An dem Tod ist jetzt der Chat auf Twitch schuld, möchte ich betonen. Das ist nicht meine Schuld. Die halten mich immer vom Spielen ab. Ja, hervorragend. Jeremy, möchtest du von dem Spiel nicht einen Discounter machen? Ich weiß, es gibt einen Ingame-Discounter, aber es wäre doch total cool, wenn du jede Folge anschaust und mir dann auch hier den Tod drunter schreibst. Toll. Könnte Jeremy jetzt immer machen. Macht er bei Elix nämlich gerade immer. Dann schreibt er nämlich unter die Videos und den aktuellen Discount, damit hier die Tode drunter. Zugeben, da bekleckere ich mich nicht wirklich mit Ruhm. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Wisst ihr nicht, was das Schlimme an diesen Spielen und diesen Bossen ist? Die sind eigentlich nicht schwer. Man müsste es halt nur schaffen, in der richtigen Zeit die richtigen Knöpfe zu drücken. Nicht so wie ich. Willst du mir jetzt trollen? Das ist doch nicht wahr. Ich erkenne übrigens mein Problem. Wenn ich nach rechts laufe oder nach rechts drehen muss, dann habe ich feinmotorisch ein viel besseres Dingens, als wenn ich nach links gehe. Das ist mir gerade mal so aufgefallen. Ich bin mit, wenn es nach rechts geht, bin ich feinmotorisch viel besser, als wenn ich nach links irgendwo zielen muss. Hier geht's, weil da kann ich das festhalten, da läuft er da nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man Controller dahingehend noch einstellen kann für so Bewegungslegastheniker wie mich. Oder Feinmotorik-Legastheniker, besser gesagt. Ja, komm, genau drauf gesprungen. Das ist dein Ernst. So, ciao. So, jetzt nehme ich den hier wieder. Nein! Das ist doch nicht wahr. Der ist echt nicht so schwer. Man muss es halt nur schaffen, im richtigen Moment zu springen bzw. auszuweichen. Und feinmotorisch müssten wir halt was drauf haben. So. So. So, ein bisschen mehr ab. Natürlich bin ich genau drauf gesprungen auf den. Das ist ja logisch. Ich weiß gar nicht, wo ich hinschauen sollen hier. Okay, ein Lebenspunkt, hervorragend. So, jetzt wieder Steuerkreuz switchen. Ah!
Das gibt es nicht! Das ist doch echt nicht wahr. Toll. Mit einem Leben ist das sichtlich schwierig. Das Schlimme ist, ich muss mich hier echt konzentrieren. Das ist gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, wo ich bin. Geh weg. Schleich dich. Lieber Boss, könntest du endlich mal sterben? Das wäre schön. Ja, wo soll ich denn hin? Wie fies ist das denn? Wo soll ich denn hin? Ich kann nirgendwo hinlatschen. Wo springst du hin? So. Wieso fällt mir nicht gerade ein Kinderlied ein? Ich weiß nur gerade nicht mehr, welches Lied. Das Schriftenköpfchen in das Wasser, Schwänze in die Höhe. Das fällt mir gerade irgendwie ein. Wieso komme ich bei solchen Spielen auf so alte Kinderlieder? Was will mir mein Verstand damit sagen? Toll. Ja, alle meine Entchen war das, genau. Wie komme ich jetzt auf alle meine Entchen? Kann mir das einer erklären, wie ich jetzt auf alle meine Entchen komme? Ich glaube, das liegt in seinem Schwänzchen hier, dass ich da drauf komme. Nein! Jetzt schleich dich mit deinen Laseraugen. Schau. Richtig. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Nein, ich fange jetzt nicht das Singen an. Sonst verliere ich noch die letzten Leute, die hier den Stream gucken. Beziehungsweise das Let's Play auf YouTube dann. Na, genau in die Richtung, wo ich hinspringe, ist klar. So, wir machen das Ganze mal wieder mit einem Leben. Das wird hervorragend. Okay, bleiben wir oben und der feuert gleich. So. Das gibt es nicht. Da habe ich wie diese blöde Kugel erwischt. Das ist doch nicht wahr. Da habe ich... Ja, toll. Ich dachte, ich komme da drauf, aber nein. Das hat nicht so gut geklappt. So. Stirb! Der Gesichtsausdruck von Cuphead ist immer so geil, so. So schlitzuhrmäßig.